Hallo, heute Teil 2, Orangen verarbeiten. Heute möchte ich mit euch Sonne im Glas zaubern. Und zwar in Form von einer Mango-Orangen-Marmelade mit ein bisschen Vanille aromatisiert. Ja, ein bisschen was habe ich vorbereitet. Ich habe hier schon Zitronensaft stehen, Apfelpektin, Zucker, 2 Mangos und ich habe 1/4 Liter frisch gepressten Orangensaft. Den brauchen wir gleich. Jetzt müssen wir nur erstmal gucken, dass wir die Mangos soweit vorbereiten. Okay, dann schauen wir mal. Wenn ihr Mangos habt, die noch nicht ganz so reif sind, kleiner Tipp. Wenn ihr heute Mangos kauft und die in 2-3 Tagen essen wollt, legt sie in den Obstkorb zusammen mit 1, 2, 3, 4 Äpfeln. Äpfel verströmen ein Reifegas. Und das bringt nicht nur Mango, sondern auch Avocado, alle möglichen Früchte, die ihr reif haben wollt, zum Nachreifen. Auch Ananas und. Das habe ich mit denen hier übrigens auch gemacht. Wir brauchen natürlich nur das Fruchtfleisch und nicht die Schale. Deswegen hole ich das jetzt mit dem Löffel grob raus. Runter. Wichtig hierbei ist natürlich, dass ihr eine gute Qualität holt. Lieber da 1 Euro mehr pro Mango ausgeben und Flugmangos kaufen oder schon vorgereifte, weil die Marmelade lebt natürlich vom Aroma. So, grob klein schneiden. Mangos haben ja immer so ein bisschen was an Fasern oder viele Sorten haben Fasern und ich möchte keine Faser in meiner Marmelade hinterhaben. Deswegen wird das gleich noch in eine Schüssel gegeben und mit dem Mixstab bearbeitet. So. Und wir brauchen insgesamt so 750 Gramm, deswegen habe ich das jetzt schon mal auf die Waage gepackt. Nur aufpasse, dass er mir nicht wieder auf Null springt. Na, ihr merkt schon hier mit den Fasern. Na, und genau deswegen werden wir das nachher durchmixen. Je reifer die Mango ist, umso besser lässt sie sich auch mit dem Löffel hier aus der Schale rausholen. So, jetzt das Mittelstück, wo der Kern drin sitzt. Eben mit dem Messer die Schale runterholen. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, die Mango bitte vorher waschen, weil da weiß man nie, was an der Schale so dran ist, an Pflanzenschutz oder. Und wenn man es dann anfasst, schneidet, macht und tut, dann ist immer das Risiko, dass man das an die Frucht bringt und somit auch in die Marmelade. Und das will man nicht, zumindest ich nicht. Okay, und wieder zu. Das gleiche mit der zweiten. Immer gucken, wo ist der Kern und daran langsam runterschneiden. Die Farbe der Mango spielt im Übrigen, was die Reife angeht, überhaupt keine Rolle. Ihr könnt Pech haben bei einer richtig schönen, leuchtend rot-gelben Mango, dass die noch total unreif ist. Und auf der anderen Seite eine grasgrüne kaufen, die super aromatisch ist. Das hat viel mehr mit der Sorte zu tun als mit der Farbe. Deswegen lasst euch nicht tauschen, wenn ihr so ein schönes rotbäckiges Mangostücklein im Supermarkt seht. Die kann genauso geschmacklos sein wie eine grüne. Es kommt immer darauf an, wie wurden sie behandelt, wie wurden sie geerntet. Und ja, versucht macht klug. Das noch mit rein. Und gucken wir mal, ob wir gleich auf 750 Gramm kommen. Na, wenn das mal keine Punktlandung ist.
jetzt gehen wir da mit dem Mixstab rein und machen da so ein Mango-Püree raus. Oh, jetzt ein bisschen Püree. So, das reicht mir schon. Okay, dann haben wir alles, was wir brauchen, hier schon stehen. Hier habe ich eine Vanilleschote. Die habe ich ohne euch schon mal halbiert. Eine kommt wieder rein. Die brauchen wir fürs nächste Rezept. Und bei der halben hier mit dem Messerrücken, das mache ich am besten hier auf dem Tresen, die Schote flach drücken und mit dem Messerrücken das Vanillemark da rausholen. Und das kann schon mal mit ins Mangopüree. Die leergekratzten Schoten braucht ihr übrigens nicht wegwerfen. Da steckt noch so viel Geschmack drin. Packt die in eine kleine Dose und macht ganz normalen Haushaltszucker drauf. Und dann könnt ihr euch euren Vanillezucker selber machen. Und wenn der richtig schön trocken, die Schote trocken ist im Zucker, eine kleine Gewürzmühle, dann durchreiben bzw. durchmalen, mit dem Zucker vermischen. Perfekt. So, dann das Mangopüree schon mal in den Topf. Die 250 Milliliter Orangensaft mit rein. Und ich habe hier 600 Gramm Zucker. Davon nehme ich mir jetzt hier 2 Esslöffel und mische die mit dem Pektin, weil der Zucker kommt erst später dazu mit Pektin zum Binden. Der Rest vom Zucker kann jetzt hier schon mit rein. Und dann bringen wir das langsam zum Kochen. So, es köchelt leicht, das heißt Zitronensaft mit rein. Und jetzt den mit Zucker gemischten Apfelpektin. Und gut verrühren, damit sich das Pektin auch schön auflöst und nicht klumpt. Man darf das jetzt noch aufkochen. Bis das jetzt ein paar Minütchen gekocht hat. Ich habe natürlich meine Gläser wieder ausgekocht, sprich sterilisiert. Die Gummiringe erst in Essigwasser ausgekocht und dann in Klarwasser nochmal ausgekocht. Die Klammern zum Verschließen der Gläser und wie immer mein heißgeliebter Messbecher zum Abfüllen. Aber erstmal müssen wir hier dem leckeren Sommer im Glas noch ein bisschen Kochzeit gönnen. Ja, die Kochzeit so 3 bis 4 Minuten. Ich mache immer gerne noch eine Gelierprobe, deswegen habe ich gerade noch einen Teller geholt. Hört relativ schnell auf zu laufen, wenn es auf den kalten Teller kommt. Ja, wenn jetzt die 4 Minuten rum sind, können wir schon direkt abfüllen. Los geht's! Einmal in den Messbecher. Na, der letzte Schluck will nicht. Den machen wir gleich. Und schön in die Gläser damit. Hier fülle ich heiß ab, Heißverschlussmethode. Ich mache ja hier nur eine kleine Charge. Dann brauche ich das Ganze nicht mehr einkochen und deswegen verschließe ich auch sofort die Gläser und fülle nicht erst noch die anderen auf. Die Gummiringe und die Deckel drauf. Die Klammer kann ich gleich noch machen, damit der andere Rest nicht zu sehr abkühlt, der noch im Topf ist und im Messbecher. Aber damit hier schon einmal zu ist, dann holen wir uns noch den Rest aus dem Topf. Wenn eine starke Schaumentwicklung hat, kann natürlich vorher, bevor er abfüllt, das Ganze noch abschäumen. Aber den Schaum nicht wegschmeißen. Also bei der Oma früher ist das immer auf ein kleines Tellerchen oder in ein kleines Schälchen gegeben worden. Und das war dann das Erste, was wir uns, wenn es fest geworden ist, aufs Brot und ab in den Schnabel. Lecker! So. Weiter geht's. Braunen Stückchen, die da noch mit drin sind. Das ist nicht angebrannt. Das sind einfach noch Stücke von der Vanilleschote.
die ich mit dem Messerrücken zusammen abgeschabt habe. Und der letzte Rest. Ich hole gerade nochmal den. So. Dann einmal schnell den Deckel mit Gummiring drauf. Das Glas, das nur halb voll ist, wie gesagt, das kommt, wenn es kalt ist, nachher gleich in den Kühlschrank. Das muss ich nicht mit verschließen, aber den Rand mache ich natürlich noch sauber. So, dann Klammern drauf und zugfrei über Nacht mit den Klammern abkühlen lassen. Dann saugt das ganze Vakuum und kann in den Vorrat, in den Keller, in den Schrank, wo auch immer hingeräumt werden. Oder natürlich auch verschenkt, wenn man den Sommer im Glas mit anderen teilen möchte. So, das hat jetzt bei mir 7,5 Gläser gegeben. Ja, ich freue mich gleich darauf, das zu futtern. Aber was ich sonst noch so aus Orangen mache, zeige ich euch mal hier. Ich habe hier einen Orangenzucker zum Backen. Und eine Orangenpaste für flüssige Sachen, Quarkspeisen, Mascarpone, Käse-Sahne-Torte. Und ich möchte mich ungern in meinen Videos wiederholen. Wer wissen will, wie das funktioniert, ich habe ein Video Zitronen ganz verwerten. Hier oben ist dann der Link auch drin, in der Videobeschreibung auch. Und das, was ich da mit Zitronen gemacht habe, kann man mit Orangen, mit Mandarinen, mit Limetten, mit allen Zitrusfrüchten machen. Ich habe das ohne euch vorbereitet, weil, wie gesagt, wir haben es ja am Beispiel der Zitrone schon gezeigt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch oder ein Abo dalassen, am liebsten beides. Und viel Spaß beim Nachmachen. Bis nächste Woche.